Hallo ihr Lieben, ist gerade ein bisschen dunkel. Ich befinde mich auch gerade im Flur bei mir und laufe gerade die Treppe herunter. So, als allererstes wünsche ich euch natürlich ein Happy New Year, ein wundervolles, gesundes neues Jahr. Und ja, hier im Bad habe ich schon mal ein wenig mehr Licht gemacht. Ja, weil ich werde jetzt euch gleich zeigen, mit was ich baden gehe. Deswegen hier mein Outfit. ja, ich hoffe, ihr habt euer Silvester total schön verbracht, genauso wie ich. Ohne irgendwie Pöbeleien oder Schlägereien oder sonst wie. Und ja, möge das neue Jahr 2016 total cool starten für uns alle. Und ja, ich war eben gerade vor der Cam, deswegen bin ich so krass geschminkt. werde mir jetzt natürlich ein Bad einlassen und ihr seht schon hinter mir, ich mache dir jetzt mal noch nicht das Wasser an, weil es ist übertrieben laut und dann kann ich nicht reden. Ja? Ich benutze immer hier, habe ich mir nämlich mal durchgelesen, dass da unser Körper gesünder ist, wenn wir den basisch halten, bade ich immer in hier meine Base, nennt sich das. Und das könnt ihr auch mal ausprobieren. Das ist echt gut. Also, das zieht irgendwie sämtliches Gift aus dem Körper raus. Und ja, ist halt schon total geil. Was habe ich denn hier noch? Natürlich habe ich auch ein paar Blumen. Ich stehe doch doll auf Blumen, Leute. Ab und zu ist man auch gerne mal eine Frau. Nein, ich bin wirklich gerne eine Frau. Und ansonsten hier, was habe ich denn hier? Gibt es hier bei Rossmann, ja, ganz total tolles Zeugs hier. So ein gutes Anti-Schuppen-Shampoo, was, da müsst ihr euch mal hinten hier durchlesen. Bei Kosmetikprodukten sind die besten Kosmetikprodukte, meiner Meinung nach, ja, also Meinungen sind ja verschieden und so. Welche, die wenig Inhaltsstoffe haben. Und das ist relativ wenig. Und wenn Parfum zum Beispiel gar nicht auftaucht oder erst ganz unten auftaucht, dann heißt es, da ist gar nichts drin oder so gut wie gar nichts. Und hier lese ich gerade, hier ist kein Parfum drin. Das gleiche von der gleichen Firma habe ich letztendlich auch, was Duschgel betrifft. Ja? Und das benutze ich dann auch. Und natürlich wird auch gepeelt. Ich bin ja auch nur ein ganz normaler Mensch, ja. Dazu benutze ich immer das hier. Auch echt gut. Ja. Peeling sollte man machen. Je nach Haut, habe ich mal gehört von meiner Kosmetikerin, habe ich sie ja mal nachgefragt. Man sollte wirklich, wenn man eine normale Haut hat, am besten einmal im Monat peelen, weil sich die Haut irgendwie, glaube ich, erst alle 4 Wochen regeneriert. So. Und ja, zu viel Peeling ist halt nicht gut. Ne? Und deswegen habe ich das jetzt halt so gemacht, dass ich das immer einmal im Monat mache. Ja, was kann ich euch denn noch sagen? Mensch, so viel kann ich euch ja gar nicht sagen. Ja. Ich würde sagen, ich gehe jetzt mal hopsi rein hier, lasse mir ein bisschen Badewasser ein. Hier. Und werde mich ein bisschen entspannen. Ich habe hier natürlich auch so eine wundervolle Leuchtlampe, die leuchtet dann in allen Farben. Was kann ich denn hier? Oh, ich mache hier voll Werbung heute. Aber so ist das. Ich muss euch halt alles zeigen, was so ein bisschen in meinem Leben so vor sich geht, was ich alles so mache. Und finde das auch gar nicht mal so schlecht. Übrigens könnt ihr hier mal gucken. Hier, das Bild hier habe ich gemalt. Ich steige jetzt mal hier in meine Wanne ein. Ah, seht ihr das? Ja, das habe ich gemalt. Ja, ich kann auch malen. So, da gehen wir auch mal ein bisschen näher ran. Soll karpfenkäufisch sein, ne? Ja, wir befinden uns ja noch im chinesischen Jahr des Hahns. Und im nächsten Jahr, im chinesischen, ist es dann der Affe. Ja? Und das habe ich schön mit Öl gemalt. Ein bisschen rau, wenn ihr das seht. Ein bisschen sieht man das, ne? Ja, so ist das. Malen muss ich auch mal wieder. Wenn ihr eine Idee habt, was ich malen kann, beziehungsweise welches Motiv oder sonst wie, ich mag eher Öl. Acryl mache ich auch ab und zu gerne. Grafik ist auch schön. Und ja, ansonsten mache ich natürlich auch ab und zu mal Male nach Zahlen. Ne? Das entspannt die Sinne. Da muss man nicht nachdenken. Und
Dann malt man nur aus. Ist auch mal ganz schön. Ich entspanne halt gerne. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag und ja, bis zum nächsten Mal. Achso, ich freue mich übrigens sehr, sehr doll über Abonnenten oder coole Kommentare über mein Video oder was ihr letztendlich noch an Ideen habt, was ich so drehen kann, was ich so zeigen kann oder so. Hier, ne, auf YouTube. Also bis dann, eure Tyra.